venga. Mananza. 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 Il est la main. Il est la main. Ja, hallo und herzlich willkommen. Heute mal in etwas anderer Atmosphäre. Am ersten Tag jährt sich, am 1. September jährt sich der Jahrestag der libyschen Al-Fatah-Revolution. Und darum hier leicht verspätet dieses Video, dieses Glückwunschvideo an das libysche Volk. Und verbunden mit der Hoffnung, dass die Kräfte des libyschen Widerstandes in der Lage sind, das Land wieder zu befreien von diesem de facto Besatzungsregime von NTC im Auftrag der NATO. Kürzlich wurde wieder eine Stadt unter Kontrolle gestellt, das der Befreiungskräfte, die Stadt Sliten. Und dort wurde dann, diese Stadt wurde dann beschossen, eine Moschee wurde zerstört, Flugzeuge, also Luftangriffe gab es von Seiten des NATO-Besatzungsregimes. So viel zu den Menschenrechten. Und in Syrien wird das Ganze genauso aussehen. Nur damit sich da keine Illusionen macht. Ne? Also die New Left Project und Trotzkisten und alle möglichen. Ja? Und MLPD, die feiern diese faschistischen Mörderbanden ab, als ob es da wirklich einen demokratischen Aufstand gäbe. Dabei ist doch klar, wie Kloßbrühe mittlerweile, dass der arabische Frühling nichts anderes war als die völlige Umgestaltung dieser Region, die Ausweitung der Macht der reaktionären Golfmonarchien und die Zurückdrängung russischen Einflusses. Wenn man sich anschaut, welche Staaten in dem Raum durch den Westen zerstört wurden oder mit Unterstützung des Westens, dann sind das Irak, Libyen und mit Syrien wird es versucht. Algerien wird eingeschüchtert und gekauft. Alle progressiven republikanischen, demokratischen Regime in der Region werden beseitigt und unter de facto Kontrolle von feudalistischen Reaktionären gestellt. Und das Ganze mit Unterstützung von sogenannten westlichen Linken, von Trotzkisten, Marx 21, SAV, bis auf WSWS sind alle dabei. Also bis auf World Socialist Website ist mir keine trotzkistische Organisation bekannt, die nicht die Drecksarbeit für den Imperialismus in der Region erledigt und nicht gleichgeschaltet ist mit den Muslimbrüdern. Die feiern da immer noch eine Revolution, obwohl da jetzt Kirchen brennen. Das ist die Demokratie des arabischen Frühlings. Jagd auf ethnische und religiöse Minderheiten. In Libyen sind es die Schwarzen und mittlerweile auch die mehrheitlich sufistischen Muslime insgesamt. Die Wahhabiten verbreiten einen Terror, Moscheen werden zerstört, Grabstätten geschändet, die Leute tyrannisiert, Schwarze werden in KZs gesperrt. Das ist das neue Libyen und genauso ähnlich, also genauso, bloß halt auf konfessioneller Ebene wird das Ganze dann in Syrien stattfinden. Die Jagd auf Christen und Aleviten wird aber vorher erstmal abgeblasen, weil im Moment ist die syrische Regierung unter Kontrolle des Landes. Also, und darum geht es in den nächsten Tagen. Entweder es passiert in den nächsten Tagen was oder um die US-Präsidentschaftswahlen. Also ich tippe mal kurz nach den US-Präsidentschaftswahlen oder schon davor, gibt es einen Zwischenfall, der dann leider ein Eingreifen unumgänglich macht. Darauf könnt ihr ja schon mal vorbereiten. Es könnte auch sein, dass sie direkt nach dem Iran gehen, weil
Syrien mit Iran und Russland im Rücken ist halt doch ein schwerer Brocken. Vor allem was die geheimdienstlichen Informationen angeht, die Aufklärung und so weiter. Und in diesem Kontext ist auch diese ganze Pussy-Geschichte zu sehen in Russland. Ja? Wo irgendwie, wo auf einmal Linke jubeln dafür, dass Kirchen geschändet werden. Und Gay Pride über alles. Über alles auf der Welt. Auch über das Lebensrecht der Russen. Ja? Weil wir müssen ja sehen, nach dem Fall der Sowjetunion ging es unter Wodka Jelzin erstmal abwärts mit der Lebenserwartung um 6 Jahre. In anderen Sowjetrepubliken, ehemaligen, ging es um 10 Jahre bergab. Und dann kam Putin und mittlerweile hat man wieder das sowjetische Niveau erreicht. Natürlich ist es ein kapitalistisches Land und natürlich gibt es also unglaubliche soziale Ungerechtigkeiten. Das ist normal im Kapitalismus. Aber es gibt keinen Grund, sich mit einer Opposition zu verbünden, die vom CIA gesteuert wird. Inklusive sogenannter radikaler Linker von der linken Front und von Udalsow oder der KPRF. Die KPRF ist, Zyuganov hat sich quasi an Udalsow rangeschmissen und hat gehofft, dadurch junge Leute zu bekommen, und die ganze Partei ging kaputt. Die Leute laufen massenweise weg. Die KPRF hat immer 50.000 Demonstranten mindestens am 1. Mai. Ja? Und dieses Jahr, also vergangenen 1. Mai nur 3.500, aber Putin hat auf einmal 150.000. Also die Leute merken, dass sie da verarscht werden. Wahrscheinlich eher als die Kommunistische Partei der Russischen Föderation. Oder ich weiß nicht, ich will keine Prognosen abgeben, ob diese Partei noch zu retten ist. Ich meine, aber Pessimismus ist schon angesagt. Also es bleibt eigentlich gar nichts anderes übrig als der bürgerliche Nationalist Putin, der sich dem Westen in den Weg stellt, ihn zu unterstützen. Ja, einfach ganz normale Basics. Und die führen schon zu einem Aufschrei der Linken. Was das geführt hat, das letzte Video, also ich meine, es gab ja super Zugriffszahlen, ja, mit Syrien-Debakel, Putin macht Hitlery Ride in der Pussy. Ist schon interessant. Es kamen sie dann alle aus den Löchern gekrochen und haben, die orthodoxe Kirche und die Religion und bla bla bla. Und wenn man sich anschaut, dieselben Gesetze, also Russland blieb mit den zwei Jahren im deutschen Recht, im deutschen Strafrahmen. In Deutschland gibt es bis zu 3 Jahre für so ein Verbrechen. Und und in der DDR, ich weiß nicht, wie viele sind in der DDR dafür gekommen, aber es in der DDR auch eine Straftat, Gottesdienste zu stören, so wie in Köln. Oder anderswo. Also es war auch in den sozialistischen Ländern solche Aktionen gar nicht gern gesehen. Und zur Macht der orthodoxen Kirche. Die orthodoxe Kirche hat es bis jetzt nicht geschafft, Homosexualität wieder verbieten zu lassen, wie das Ganze in der Sowjetunion verboten war. Also erst in den 90er Jahren ist das überhaupt legalisiert worden. Also da ist auch keine Rede davon, dass das verboten werden soll wieder. Man versucht sich nur gegen, man versucht hier durchzuhalten. Man muss sich in Russland wirklich anschauen, diese Legalisierung der Homosexualität wurde gegen massivste Widerstände aus allen Teilen der Gesellschaft, aus allen politischen Lagern durchgesetzt. In Russland ist der Staat der Freund der Homosexuellen. So, jetzt nur die Runde, aber die Al-Fatah-Revolution, auf die brauchen wir jetzt noch ein. Die westlichen Linken versuchen verzweifelt nach Konzepten eines demokratischen Sozialismus. Dabei hätten sie bloß mal übers Mittelmeer schauen müssen. Direktere Demokratie gibt es nicht.
wie es unter Libyen, wie es in Libyen unter der Jamahiriya der Fall war. Mehr Demokratie, mehr demokratischer Sozialismus geht nicht. Und anstatt, dass sich die Linken demokratischen Sozialisten davon inspirieren lassen, rennen sie dem bürgerlichen Parlamentarismus hinterher. Das Demokratieverständnis großer Teile der Linkspartei ist ungefähr auf dem Niveau der Bild-Zeitung. Und das meine ich, damit meine ich jetzt nicht etwa die Wähler. Die wünschen sich eine richtige Demokratie. Sondern ich meine schon die Funktionäre. Die immer ganz... diese Transatlantiker, die ich auch schon mal im anderen Video über Stefan Liebig angesprochen habe. Also, die Jamahiriya, das ist demokratischer Sozialismus. Verbunden mit einer modernen mit den modernen Möglichkeiten der Telekommunikation und des Informationsaustausches wäre das Sozialismus der Zukunft. Zumindest insoweit, dass das überhaupt möglich ist, ohne sich der Bedrohung durch imperialistische Feinde sich der Bedrohung von durch imperialistische Feinde unterwerfen zu müssen. Denn Libyen konnte dem Angriff nicht standhalten. Gut, es sind noch nur 7 Millionen Bürger. Und Syrien hat höchstens 22 Millionen. Also, insofern kann man sagen, dass, dass man natürlich schauen muss, dass die Geheimdienst und Armee durchaus funktionieren müssen. Ja. Also dafür jemanden gleich aus der Linksfraktion in Niedersachsen auszuschließen, den Christel Wegner, halte ich für äußerst unterwürfig gegenüber dem Regime. Ich hole mir jetzt Kaffee. So. Weiter geht's. Man kann jetzt sagen, das ist jetzt keine geplante Sendung, also insofern möge man mir das verzeihen, dass ich mir einen Kaffee hole. Und der nicht vorbereitet dasteht. Ich habe leider keine vollbusige Assistentin. Ich muss das alles hier selber machen. Obwohl sowas wäre schon cool, ne? So eine hübsche Frau des Videos. Okay, wollen wir nicht sexistisch sein, sonst kommt wieder der Sexismusvorwurf. Ja. Muss man auch ganz toll aufpassen heutzutage. Ich frage mich eigentlich, wieso eine Linke überhaupt noch handlungsfähig sein würde. Wenn sie die ganze Zeit einen fanatischen Wahn in Sachen Nebenwiderspruch hat. Von den Schwulengalas in Berlin, vom WoWi, hatte die Masse der Homosexuellen gar nichts. Die gehören nämlich nicht zu diesen etablierten, zu diesen Besserverdienern. Das war ja auch nicht, also Schwule Hartz IV-Empfänger haben da nichts davon gehabt. Braucht ihr nicht glauben. Sozialismus, demokratischer Sozialismus des 21. Jahrhunderts muss so ähnlich sein wie die Jamahiriya. Und sie ist auch Chavez Vorbild für den Sozialismus des 21. Jahrhunderts und die sozialistische Demokratie des 21. Jahrhunderts. Ich schlage dringend vor, dass sich mal westliche Linke hinsetzen und
batistische Bücher lesen. Die irakischen sind besser als die syrischen. Aber dort begreift ihr mal, was für eine progressive, sozialistische, demokratische Bewegung das eigentlich ist. Natürlich führt das unter den Umständen der feindlichen Umzingelung wie im Irak auch zu einer Art sogenannten Stalinismus. Das ist kein Stalinismus, sondern damit reagiert die Gesellschaft, der sozialistische Staat auf die äußeren Bedrohungen. Das ist nicht immer angenehm und hat sehr viele negative Seiten. Aber besser als ein Kapitalismus, der täglich 50.000, was weiß ich, Leute verhungern lässt oder an leicht heilbaren Krankheiten sterben lässt. Im Vergleich dazu ist das ein Riesenfortschritt. Der Imperialismus tötet den Frieden mehr als im Krieg. Die Kriegstoten sind immer nur Bonus. Und sie werden mit Vorliebe gegen Staaten angewandt, die verhindern wollen, dass ihre Bürger zu diesen 50.000 oder was weiß ich, 100.000 oder so, die täglich durch diese Weltwirtschaftsordnung ermordet werden, dass ihre eigenen Bürger denen zum Opfer fallen. Und es rebellieren dann immer die Schichten, denen es so gut geht, dass sie sich gar nicht vorstellen können, in diese Situation zu kommen. Man kann wirklich sagen, was man will. Also ich will jetzt nicht gleichsetzen, ja, die DDR und den Iran zum Beispiel. Aber wenn man sich die grüne Welle im Iran anschaut und die Demonstranten, das waren alles die Besserverdiener. Das waren alles die Mittelschicht. Das waren alles diese Bürgerrechtler. Die Anführer der Bürgerrechtler haben alle in der DDR studiert. Sie haben in der DDR privilegierte Jobs bekommen. Boley und Co. haben in der DDR studiert und sie kamen aus traditionellen Aristokraten, Akademiker, fast dasselbe heutzutage, Akademikerhaushalten, aus Akademikerfamilien, und sie haben rebelliert, nicht die Arbeiter. Und sie durften auch studieren. Also in der Propaganda des Westens heißt es ja immer, studieren, also war nur was für Arbeiterkinder, Kinder aus Akademikerfamilien durften nicht studieren. Die Bürgerrechtler-Anführer sind alle der lebende Gegenbeweis. Das muss ganz schrecklich sein, deren Leben. Ja? Die werden gezwungen zu einer überdurchschnittlich guten Ausbildung, zu überdurchschnittlichen Positionen, zu Unabhängigkeit, wie sie keine Arbeit auch nicht mehr im Sozialismus genießt. Das muss ganz schrecklich sein. Sie wurden ja richtig dazu gezwungen, in guten Wohnungen zu leben. Und Häusern. Ganz schrecklich, so eine Diktatur. Habt ihr auch so Angst, ja, vor dem Stalinismus? Der Kapitalismus hat sich dem real existierenden Sozialismus als überlegen erwiesen in der westlichen Welt. Schauen wir uns die Gesamtheit der kapitalistischen Länder an, also auch die Peripherie der Imperien, dann sieht es schon anders aus. Die werden nämlich nicht eingerechnet, das wird die BRD gesehen, die BRD im Vergleich zur DDR. Aber man muss die BRD nicht mit der DDR gleichsetzen, man muss immer auch Kenia in den Durchschnitt der kapitalistischen Länder taucht dann zum Beispiel sowas wie Kenia gar nicht auf. Ist das schon mal aufgefallen? Da wird dann immer nur die Westeuropa und Nordamerika genommen.
Und jetzt ist der Sozialismus weg und was passiert? Also bis auf ein paar kleine Ausnahmen, aber im Großen und Ganzen, der große sozialistische Block, geführt von der Sowjetunion, ist weg. Der Kapitalismus hat keinen ernsthaften Gegner mehr. Und selbst in den Zentren werden jetzt die Lebensumstände so schlecht, dass die Leute anfangen zu rebellieren. Sogar in Spanien, also es geht bis nach Europa, in der Europäischen Union, und zwar nicht etwa in Osteuropa, sondern in Westeuropa. Dort gehen die Leute auf die Straße. Die Lebensbedingungen werden so schlecht, dass sogar in den imperialistischen Zentren die Leute auf die Straße gehen. Sie sind es nicht irgendwie, auch in den USA, die sind ja noch nicht mal links oder sowas, die gehen einfach nur die blanke Massenverelendung, jagt sie auf die Straße. Die Polizei und die Nationalgarde muss einschreiten, immer öfter in den USA. Letztens Anaheim. Und dieses System zu überwinden, das war auch das Ansinnen von Muammar al-Gaddafi. Und westliche Linke jubeln, wenn er ermordet wird. Und sie jubeln jetzt auch, wenn faschistische Söldnerbanden in Syrien Jagd auf Christen und Aleviten machen. Wenn in Ägypten die Kirchen brennen. Der salafistische Terror weitet sich aus. Und Zentrum sind genau nicht jene angeblichen bösen Schurkenstaaten, die ständig zur Achse des Bösen gezählt werden. Nein, es sind die guten Freunde des Westens wie Saudi-Arabien und Katar. Es geht darum, in dieser westlichen Allianz, also wir haben klassenmäßig gesehen eine Allianz von Finanzkapital und alter feudaler Reaktion. Die wollen eine Art neuen Feudalismus. Alles steht zur Disposition, was die Völker seit 1789 erkämpft haben. Im Irak und in Libyen fliegen die Bomben. In Europa heißt das ISM. Ziel ist dasselbe, die de facto Abschaffung souveräner demokratischer Republiken. Und ihre Ersetzung durch transnationale und übernationale und supranationale imperiale Strukturen, die unter keinerlei Kontrolle, außer unter der politischen Klasse. Und welche gehört, um wem dienen die? Also diese politische Kaste, besser gesagt, Klasse ist es nicht, Marxistischen Sinn, diese politische Kaste, die gehört denen doch schon längst. Die ist doch von denen eingesetzt. Von den Bankern und Großkonzernen. Wobei die Anzahl der Großkonzerne in diesem Gemisch immer weniger wird. ...147 Kapitalgruppen kontrollieren 40% der Welt. Ihnen gehört 40% der Welt. Und 60% der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Und da habt ihr Angst vor einem Putin und einem Assad? Man kann es nicht glauben, ich frage mich, wie eine so außenpolitisch inkompetente Linke jemals von der Bevölkerung als ernstzunehmende Alternative zu diesem System gesehen werden soll. Es gibt sehr viele Nicht-Marxisten, die das besser kapieren als viele sogenannte Linke in Deutschland. Von Anarchisten rede ich schon gar nicht. Sondern ich rede von
dem ganzen Spektrum von Rätekommunisten bis zum Marxisten-Leninisten. So, und auch so drumherum. Also aus irgendwas, was sich, was noch irgendwas mit Marx und Engels zu tun hat. Vom Leninismus lasse ich mal ganz ab. Also, es ist zum Verzweifeln. Aus diesem Grund habe ich auch schon festgestellt, es gibt auch keine Reaktion aus Berlin. Somit wird es auch hier in meinem Landkreis so gut wie keinen Wahlkampf geben. Also ich stehe dafür nicht zur Verfügung. Ob jetzt Pussy Riot, Syrien, Libyen, die Linke hat eigentlich grundsätzlich mit der neuen Führung ständig versagt. Ständig. Auch in der Beschneidungsdebatte ist sie pro NRW und NPD hinterhergelaufen. So, ein so feierlicher Anlass und so eine und so wieder mal so sauer. Es gibt leider keine Gründe zum Feiern, sondern nur Gründe zum Widerstand. Und meine Grüße gehen hier an die libyschen Widerstandskämpfer und das libysche Volk, das sich diesem aufoktroyierten Ratnenregime entledigen will. In diesem Sinne, Allah Muammar Libyen.